Hallo und herzliche Grüße an alle guten Menschen. Hier ist Chris Hedelmeier mit den Nachrichten vom 27.11. hier aus dem Studio vom World Jamahiriya. Nachrichten aus aller Welt. Am 25. November gab das syrische Verteidigungsministerium bekannt, dass ein Angriff auf einen seiner Luftwaffenstützpunkte stattfand. Eine Gruppe bewaffneter Terroristen vollendete ihre verbrecherische Tat, die zum Tod von 6 Piloten, einem Techniker und 3 weiteren Angehörigen des Personals der Basis führte. Dieser terroristische Akt auf Bestellung fand zwischen den Städten Homs und Palmyra statt. Ein offizieller Repräsentant der Militärführung vertritt die Meinung, dass es sich um einen Angriff ausländischer Elemente in dem Bestreben handelte, die Effizienz und Kampfkraft der syrischen Armee zu untergraben. Es ist anzumerken, dass der Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt zeitlich fast mit einer Erklärung der Arabischen Liga zusammenfällt, in der Absicht, Sanktionen gegen Syrien zu erreichen. Syrien bereitet seinerseits ein Verbot von Beobachtern anderer arabischer Staaten vor. Die Entscheidung darüber wurde aber von Damaskus noch nicht getroffen. Zwischenzeitlich war ein Protokoll abgelaufen, das anderen arabischen Staaten die Entsendung von Beobachtern gestattete. Es wird erwartet, dass die Arabische Liga nun innerhalb von 48 Stunden zusammentritt, um weitere Maßnahmen zu diskutieren und zu beschließen, die den Druck auf Damaskus erhöhen sollen. Wie zuvor bekannt wurde, hat Syrien die Arabische Liga als, Zitat, ein Instrument für fremde Einmischung bezeichnet. Die Regierung erklärte, dass die Arabische Liga den Interessen des Westens diene, die Region zu destabilisieren. Das Ultimatum der Arabischen Liga wurde als, Zitat, demütigender Schlag, Zitat Ende, bezeichnet. Die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti berichtete, dass die pakistanische Botschaft in den USA dort offiziell Protest eingereicht hat, im Zusammenhang mit einem NATO-Luftangriff auf sein Territorium, der zum Tod von 25 Menschen führte, wie der pakistanische Sender AdkTV in seinen Nachrichten berichtete. Nach Berichten der Massenmedien wurde der Protest durch den Botschafter Pakistans in den USA, Ifad Gardesi, beim State Department eingereicht. Wie Vertreter der pakistanischen Streitkräfte berichten, sind mehrere NATO-Kampfhelikopter von afghanischer Seite aus in pakistanisches Territorium eingedrungen und hatten eine Stellung im Stammesgebiet von Momand im Nordwesten des Landes angegriffen. Dabei wurden 25 Militärangehörige getötet und 14 weitere verwundet. Der amtierende Botschafter Pakistans in den USA verlangte vom State Department die Weiterleitung des Protests der pakistanischen Seite an die Regierung der USA. Pakistanische Behörden schlossen daraufhin die sogenannte Nordroute für Lieferungen an die NATO-Truppen in Afghanistan über den Hikber-Pass und den Grenzübergang bei Torham. Diese Straße wird als die bedeutendste zweier pakistanischer Routen bezeichnet, über die Nachschublieferungen für die internationalen Truppenkontingente transportiert werden. Mehr als 70% aller Lieferungen für die in Afghanistan kämpfenden internationalen Truppenkontingente werden über Pakistan transportiert. Sämtlicher Nachschub wie etwa Treibstoff wird mangels eines Eisenbahnnetzes in Afghanistan mit LKWs von pakistanischen Häfen am Arabischen Meer transportiert, hauptsächlich von der Hafenstadt Karachi. Pakistanische Beobachter prognostizieren infolge des Luftangriffs weitere Verschlechterungen der Beziehungen zwischen Washington und Islamabad. Die chinesische Marine hat sich letztendlich zu einer Reaktion auf die jüngsten amerikanischen Aktivitäten im Pazifik durchgerungen. Das oberste Kommando der Seestreitkräfte plant militärische Übungen im Westpazifik für Ende November. Peking hat keine weiteren Details zu Ort, Datum und Stärke der teilnehmenden Einheiten bekannt gegeben. Jedoch berichten japanische Quellen über 6 chinesische Verbände, die auf dem Weg in den Pazifik sind. Die Zeitung South China Morning Post sowie Beobachter in Hongkong sind der Meinung, dass die Flottenübungen im Old Peking-Style als Antwort auf die amerikanischen Aktivitäten im Pazifik und im südlichen chinesischen Meer stattfinden werden. Gleichzeitig planen die USA, ihre Seestreitkräfte in Darwin, Australien, zu stationieren. Der Präsident von Venezuela, Hugo Chavez, hat damit begonnen, Gold aus den großen Banken der USA und Europas abzuziehen. Die erste Lieferung von London traf auf dem Flughafen von Caracas ein und wurde von dort unter strengster Bewachung weiter zur venezuelanischen Zentralbank transportiert. Die Behörden vor Ort griffen zu ungewöhnlichen Sicherheitsmaßnahmen, inklusive einer Armeeeinheit, die den Konvoi mit 5 leichten Panzern eskortierte. Chavez sagte wörtlich: "Dieses Gold ist eine ökonomische Reserve für unsere Kinder und sein Wert steigt täglich. Es gibt keinen besseren Ort, um unser Gold zu lagern, als unser Land. Das Gold wird nicht in den Händen der Reichen bleiben und auch nicht in meinen, sondern in der Zentralbank." Wie schon im Juni erklärte er, dass die Rückführung des Goldes nach Venezuela der Verteidigung der Unabhängigkeit des Landes diene.
Chavez plant die Rückführung von insgesamt 211 Tonnen Gold aus Banken in Europa und den USA. Wie Nelson Marentes, Vorsitzender der venezuelanischen Zentralbank, erklärte, werden jetzt 160 Tonnen Gold im Gesamtwert von 11 Billionen Dollar heimgeholt. Syrien. Große Massenaktionen wurden in Latakia als Protest gegen die Entscheidungen der Arabischen Liga und zur Unterstützung des unabhängigen politischen Kurses des Landes abgehalten. Demonstrationsteilnehmer erklärten ihre Bereitschaft, Widerstand gegen das internationale Komplott gegen Syrien zu leisten, das das Ziel hat, die führende Rolle Syriens in der Unterstützung arabischer Widerstandsbewegungen zu beenden. Ausländische Mächte wollten das Land darüber hinaus dazu zwingen, seinen Widerstand gegen amerikanisch-israelische Pläne im Nahen Osten aufzugeben. Die Demonstranten verurteilten sämtliche Entscheidungen der Arabischen Liga gegen Syrien und bekräftigten ihre Unterstützung für die weitreichenden Reformen im Land unter Führung seines Präsidenten Bashar al-Assad. Die Bürger von Latakia überfüllten den Hauptplatz vor dem Rathaus, um der ganzen Welt die Einheit des syrischen Volkes zu demonstrieren. Sie dankten der syrischen Armee, die Sicherheit und Stabilität des Landes verteidigt, und erklärten, dass sie niemals die syrischen Helden vergessen würden, die bei der Erfüllung ihrer militärischen Pflicht gefallen waren. Wie der Priester der römisch-katholischen Kirche Antonius Bader erklärte, seien Tausende von Bürgern zusammengekommen, um es unmissverständlich zu erklären: Keine Entscheidung der Liga wird das syrische Volk in die Knie zwingen. Er fügte hinzu, dass es in der syrischen Geschichte viele Kriege zur Erlangung der Freiheit gegeben habe und die Syrer hatten ihre Tapferkeit und Standhaftigkeit unter Beweis gestellt. Und nun würden sie wieder den aggressiven Plänen des Westens Widerstand entgegensetzen. Eine Bürgerin aus Suweida, Nur al-Atrash, trug einen ihrer Verse vor. Er vermittelte Liebe zum Heimatland und die feste Zusage, dass aufgrund der Einheit des syrischen Volkes hinter Bashar al-Assad Syrien als Gewinner aus diesem ungleichen Kampf hervorgehen würde. Das waren die internationalen Nachrichten von und mit Chris Sedlmayr hier im Studio von World Jamahiriya. Die Befreiung Libyens geht weiter. Hände weg von Syrien. Bis zum nächsten Mal.